Hallo und willkommen zu diesem neuen Erklärbär-Video auf Aquadicted, unserem und eurem Aquaristikkanal. Ich sitze vor unserem wunderschönen Imugavi-Aquarium neben dem CO2-Ausströmer und das ist nochmal Thema dieses Videos. Wir haben jetzt für euch alle Fragen und alle Eventualitäten, die mit dem CO2 im Aquarium zusammenhängen, vor in diesem Video zusammenzufassen und wünschen euch jetzt gute Unterhaltung, viele neue Erkenntnisse und uns im Laden vielleicht hoffentlich einmal weniger die ein oder andere Frage, auf die wir jetzt eingehen. Viel Spaß im Video, los geht's! So, auf einem Stuhl in einem Video habe ich eigentlich schon länger nicht mehr gesessen. Eine Lounge haben wir jetzt auch nicht mehr. Aber das ist eigentlich immer so dieses Indiz für, jetzt kommt die trockene oder eigentlich besser die nasse Theorie. Oder trockene, was sagst du? Die trockene Realität. Die trockene Realität zur nassen Theorie. Ja, wir haben jetzt keine Lounge mehr zum Filmen. Deswegen habe ich mich jetzt hier vors Aquarium gelauncht. Ist vielleicht ein schönerer Hintergrund. Und wir wollen jetzt mal auf ein paar Fragen eingehen, auf ein paar Thematiken eingehen, die immer und immer wieder kommen. Und jetzt können wir dann zukünftig auf dieses Video verlinken, wenn mal wieder was kommt zum Thema CO2, Strömung etc. Lasst euch überraschen. Wir legen einfach mal los. Wie testen wir denn CO2? Es gibt ja mehrere Testmethoden. Flüssigtest, Dauertest. Also im Prinzip testen wir ja gar nicht den CO2-Gehalt, sondern wir testen den pH-Wert. Und es gibt jetzt natürlich die Möglichkeit, ich greife jetzt mal hier über mich, denn ich habe mir hier so ein paar Produkte hingestellt. Ihr könnt, also ein Teststreifen ist ja eh nicht so genau, ihr könnt einen flüssigen pH-Test nehmen. Das ist jetzt der von 3 bis 10. Da gibt es drei verschiedene jetzt von JBL. 6 bis 7, ich glaube auch 7,6 ist noch eine genauere Abstufung. Also es ist ein Farbumschlagtest und damit könnt ihr den pH-Wert im Aquarium bestimmen. Ihr könnt aber auch so ein digitales pH-Meter benutzen. Machst du, glaube ich, zu Hause, ne? Ja. Und dann könnt ihr es natürlich als Zahl direkt ablesen und müsst das hier nicht vergleichen. Und also ich habe einen Computer. Ein pH-Test. Also ein pH-Dauer, also pH-Controller, so rum. Ein pH-Controller. Genau. Ein pH-Controller ist ja eigentlich nichts anderes als eine Dauerelektrode, die im Wasser hängt und die dir dann den pH-Wert anzeigt. Genau. Nun ist es aber so, und da gibt es schon ein Video von uns, das ist sogar schon relativ alt, wo wir erklärt haben, warum denn die ganzen Säuren im Aquarium nicht unbedingt euren Dauertest beeinflussen, aber euren pH-Wert. Denn der Nachteil deiner Elektrode ist, wenn du jetzt pH-minus ins Aquarium kippst oder machst irgendwas anderes, Torf rein, verändert sich ja auch dein pH-Wert. Und der pH-Controller steuert ja das CO2. Und der denkt dann, es ist anscheinend sehr viel CO2 im Aquarium, der pH-Wert ist gesunken und das CO2 wird abgeschaltet. Das ist so ein kleiner Nachteil dieser Teile. Deswegen bin ich jetzt auch nicht der größte Fan von diesen pH-Controllern. Wir benutzen eigentlich im Laden, im Aquarium dauerhaft den Dauertest. Das war ja das, was du mich gerade gefragt hast. Also ich benutze in jedem unserer Aquarien, wo wir CO2 zugeben, einen Dauertest, also in fast jedem. Und dieser Dauertest ist im Endeffekt auch eine Möglichkeit, den pH-Wert im Aquarium zu erkennen, besser gesagt den pH-Wert in der Lösung und wie das funktioniert. Da komme ich jetzt im nächsten Punkt drauf. Ich habe mir hier mal so eine pH-Tabelle zur Hand genommen und die blenden wir euch jetzt auch noch ein, dass ihr dem, was ich jetzt erzähle, folgen könnt. Genau genommen haben wir in unserem pH-Dauertest eine Flüssigkeit. Ich erkläre es jetzt mal so einfach und nachvollziehbar wie möglich oder wie es mir möglich ist und ich denke, das dürfte dann eigentlich allen von euch klar sein. Diese Flüssigkeit hier drin verändert sich abhängig vom pH-Wert. Nun, wie verändert sich denn der pH-Wert in dieser Flüssigkeit? Ganz einfach. Wenn man es mal genau nimmt, misst der CO2-Dauertest im Aquarium eigentlich nur die Menge CO2, die das Aquariumwasser wieder verlässt. Denn hier unten ist ein Luftpolster. Also ihr habt hier eine Flüssigkeit drin. Das Teil ist meistens zur Hälfte gefüllt mit so einer Dauertestflüssigkeit. Und die habe ich mir hier auch mal hingestellt. Da gibt es einmal die, also nehmen wir jetzt mal als Beispiel die von Aquasabi, die 20 Milligramm pro Liter und die 30 Milligramm pro Liter Testflüssigkeit. So, woher weiß jetzt die Flüssigkeit, wie viel Milligramm pro Liter CO2 in dem Aquarium ist? Das weiß die eigentlich gar nicht, denn diese Flüssigkeiten, im Übrigen ist alles das, was ihr ab Werk kauft, also wenn ihr eine CO2-Anlage kauft, ist eigentlich fast immer
oder so gut wie immer eine 20 Milligramm Flüssigkeit drin. Diese Flüssigkeit verändert sich durch das CO2, was hier reinkommt. Also wenn dann die CO2-Bläschen in eurem Aquarium zirkulieren und gehen hier rein. Mhm. Du hast also in dem Dauertest eine kleine definierte künstliche Wasseroberfläche. Genau, und darauf gehe ich jetzt ein, denn wie gesagt, eine 20 und 30 Milligramm ist halt relativ, das funktioniert so nicht. Ich glaube hier, unsere Rodents machen gerade ein bisschen Alarm, oder? Rabbit Fight. Genau. Wir haben Bunny Fight. Bunny Fight. Wir haben hier drin diese Flüssigkeit und das ist ein abgeschlossenes Umfeld. Das heißt, das hat keinen Kontakt zu eurem Aquarienwasser. Und diese Flüssigkeit hat eine voreingestellte Carbonathärte. Und zwar hat es einen ganz einfachen Grund. Denn in dieser Flüssigkeit ist ein Farbstoff und dieser Farbstoff hat die Eigenschaft, sich umzufärben. Und das macht das Ganze im Aquarium so einfach abzulesen. Jetzt muss ich ja selber mal kurz lesen. Ich habe diesen Ausdruck schon 100-mal gelesen, aber ich vergesse ihn immer wieder. Bromthymolblau heißt diese Flüssigkeit. Und diese Flüssigkeit hat die Eigenschaft, bei einem pH-Wert von ungefähr 6,5 ist die sattgrün. Ist der pH-Wert höher, wird die blau und ist er niedriger, wird die gelb. Also die färbt sich innerhalb von einer halben Stunde, Stunde ungefähr um. Wie gesagt, davon gibt es schon ein Video von uns. Da haben wir euch nochmal erklärt, warum nur das CO2 im Wasser Einfluss auf diesen Test hat. In diesem 45-Minuten-Epos haben wir ganz vieles erklärt. Genau, das war ein wirklich langer Epos. Und ich glaube, ich frage mich auch noch bis heute, warum dieses Video so beliebt ist. Das ist wirklich trocken erklärt. Aber es macht ja... Also wir haben da ein Aquarium stehen und wir haben da was getestet und Säure. Genau. Und das war wieder so ein Experimentier-Chemie-Charakter, ne? Deswegen erklären wir es euch jetzt nochmal zusammenfassend, falls ihr euch dieses Video nicht nochmal anschauen wollt oder noch nicht gesehen habt. Wir haben jetzt hier eine, wir nehmen jetzt mal Beispiel, 20 Milligramm Flüssigkeit. Und deswegen haben wir jetzt diese Tabelle eingeblendet, damit ihr mir folgt. Wenn eine Flüssigkeit mit einer Carbonathärte von ungefähr 2 Grad dunkelgrün wird, also dann hat sie diesen pH-Wert von 6,5. Wenn ihr das reinmacht, diese Flüssigkeit, ist sie immer blau. Das heißt, es ist zu wenig CO2 drin, so müsst ihr das lesen. Und der pH-Wert ist demzufolge höher als 6,5. Wird der pH-Wert in dieser Flüssigkeit niedriger, dann wird die Flüssigkeit gelb. Und jetzt müssen wir umdenken. Und zwar, dafür haben wir hier diese Tabelle. Ihr habt jetzt die Flüssigkeit 20 Milligramm. Die 20 Milligramm Flüssigkeit hat eine Carbonathärte von 2. Das hat nichts damit zu tun, welche Carbonathärte euer Aquarium hat, sondern es geht nur um diese Flüssigkeit. Das heißt also, wenn wir genug CO2 hier reinbringen, dass der pH-Wert auf 6,5 fällt, dann sind es, und dafür gibt es diese Tabelle, ungefähr 20 Milligramm. Also diese Testflüssigkeit weiß nicht, wie viel Milligramm bei euch im Aquarium ist, aber sie wird grün bei etwa 20 Milligramm. Und das passiert eben bei einer Carbonathärte von 2. Jetzt haben wir aber dann noch die Flüssigkeit mit 30 Milligramm. Die wiederum hat eine höhere Carbonathärte, weil man braucht ja mehr CO2, um bei einer höheren Carbonathärte den pH-Wert nach unten zu bekommen. Also ich hoffe, das macht jetzt alles Sinn. Die Carbonathärte, die Säure bindet. Genau. Ihr müsst also gegen die KH arbeiten. Genau. Und der pH-Wert gibt an, umso niedriger ist, umso mehr Säure ist in einem Aquarium. Genau. Also die Carbonathärte. Genau, es gibt ja die Carbonathärte, also die aquaristische Carbonathärte und die eigentliche Carbonathärte, aber für uns ist nur die im Aquarium interessant, also dieses Säurebindungsvermögen. Das ist jetzt alles nichts, was ihr unbedingt auswendig wissen müsst, ihr müsst nur verstehen, wie funktioniert dieser Test. Also, wir haben jetzt gelernt, bei einer 20 Milligramm Flüssigkeit brauchen wir weniger CO2, damit sie grün wird, und bei einer 30 Milligramm Flüssigkeit brauchen wir mehr CO2. Deswegen ist der einzige Unterschied, die Carbonathärte in der Flüssigkeit mit 30 Milligramm ist einfach ein Grad höher. Und das heißt, die färbt erst um, wenn ihr mehr CO2 im Aquarium habt. Und das CO2 kommt hier rein durch diese Öffnung. Also hier ist Luft und ihr habt die Flüssigkeit. Und wenn das CO2 im Aquarium, das gast ja aus, seinen Weg hier rein findet, dann dauert das ungefähr eine halbe Stunde, Stunde, zwei Stunden, je nachdem, bis sich die Flüssigkeit umfärbt. Also eure Schlussfolgerung wäre jetzt, wenn die Flüssigkeit blau bleibt, dann ist der pH-Wert hier drin immer noch zu hoch. Also 6,5 wollen wir hier erreichen, damit es grün wird. Und das ist wichtig zu verstehen, denn dieser pH-Dauertest verändert seine Farbe durch das CO2. Das heißt aber nicht, dass das, was hier drinnen passiert, auch derselbe CO2-Gehalt oder derselbe pH-Wert in eurem Aquarium ist. Deswegen gibt es ja diese Tabelle. Und auf dieser Tabelle gibt es natürlich noch ganz, ganz andere Angaben. Nicht nur KH2 und 3, sondern auch mehr. Und jetzt erkläre ich euch mal anhand von einem Beispiel. Sag mir mal irgendeine Carbonathärte.
Nehmen wir mal Gotha 5. Gotha 5. Das heißt, wir haben eine KH von 5. Und jetzt schauen wir uns auf dieser Tabelle an, wo die 20 steht. Und wenn wir bei einer Carbonathärte von 5 die 20 suchen, also die 20 Milligramm, dann steht da oben ein pH-Wert von 6,9. Das heißt, dass das Wasser in eurem Aquarium einen pH-Wert von 6,9 haben wird, wenn dieser Test grün wird bei der 20 Milligramm Lösung. Der Test hier drin, in diesem Test, die Flüssigkeit, die hat einen pH-Wert von 6,5. Euer Wasser hat aber 6,9. Und deswegen ist auch immer so ein kleiner Aufkleber oder oft ein Aufkleber bei diesen Tests dabei, den ihr euch an die Aquarienscheibe kleben könnt, der euch dann den tatsächlichen pH-Wert eures Aquariums sagt. Denn der in der Flüssigkeit hat nichts mit dem, der ist ja abgeschlossen, der hat nichts mit eurem Aquarium zu tun. Und wenn wir jetzt bei einer KH von 5 die 30 Milligramm suchen, also da steht jetzt hier eine 32, dann müssen wir nämlich von 6,9 auf 6,7 kommen. Das heißt, wenn die 30 Milligramm Flüssigkeit in diesem Dauertest bei euch grün wird, dann habt ihr nicht 6,5, sondern ihr habt 6,7 in eurem Aquarium. Und das Ganze ist eine Methode, die es relativ einfach macht. Also ihr habt diesen Dauertest und ihr seht die Farbe. Und die Farbe sagt euch, es passt oder es passt nicht, weil der pH-Wert im Aquarium, der muss nicht der gleiche sein wie in dem Dauertest, aber die Menge CO2, die hier drinnen zirkuliert, findet ihren Weg in den Dauertest. Meistens hat man dann, das sehe ich jetzt hier ganz gut, unten sogar so ein dickes Bläschen unten dran. Und das heißt, sehr viel CO2 kommt da rein und dann färbt sich dieser Test um. Bei meinem Beispiel hier, das ist eine 30 Milligramm Testflüssigkeit, trotz relativ viel CO2 ist die aber trotzdem noch nicht richtig grün, sondern immer noch blaugrün. Das heißt, ich habe in diesem Dauertest noch keinen pH-Wert von 6,5. Das liegt daran, dass doch relativ viel CO2 hier ausgast, denn ich habe eine ganz gute Oberflächenbewegung und da ist es natürlich noch schwieriger, diesen Test umzufärben, weil ich noch mehr CO2 brauche. Aber dass die Pflanzen gut wachsen, das ist ja eigentlich mein Hauptaugenmerk und deswegen wollen wir das CO2 so dosieren, dass es für die Bewohner im Aquarium ungefährlich ist und für die Pflanzen vollkommen ausreicht. Und der Test ist nur Orientierung. Ich wurde schon einige Male angesprochen, ob ich denn zu wenig CO2 hätte. CO2 wenig oder viel ist so eine Sache, aber CO2 verlässt ja auch das Aquarium. Und deswegen muss man dann immer sagen, okay, ihr müsst das sinngemäß sehen. Also der CO2-Gehalt im Aquarium, der schwankt. Und es ist auch nicht überall gleich. Also nicht an jeder Stelle des Aquariums ist es immer gleich. Das hat auch was mit der Wasserbewegung zu tun. Das ist wie wenn ihr keinen Filter anhabt und macht einen Heizer an, dann ist es um den Heizer schön warm, aber der Rest vom Aquarium ist kühl. Und so ist es auch mit der CO2-Verteilung. Je gleichmäßiger es verteilt ist, umso besser. Da kommen wir aber in einem anderen Punkt drauf. So, jetzt haben wir die meisten Abonnenten schon bei der ersten Frage verloren. Keiner mehr Bock. So, wir haben jetzt alle ausgeschaltet. Also für die 5 Leute von euch, die noch dran sind, geht's jetzt weiter. Jetzt geht's weiter. Gibt es eine alternative Testmethode? Ja, die gibt es. Und das ist auch eine Sache, die mir sehr am Herzen liegt, weil ich ja in meinen Aquarien, jetzt nehme ich mir nochmal die CO2-Tabelle, ich habe ja in meinen Aquarien hier und auch vorher keine KH von 2 oder 3, sondern ich habe 1 oder sogar noch weniger. Und nun könnt ihr diese Tabelle ja theoretisch vergessen. Wenn ihr eine KH von 0 habt, wie funktioniert das? Einerseits ist es ein bisschen eine Übungsgeschichte und andererseits ist es aber auch so, es gibt eine alternative Testmethode. Und zwar unabhängig von dem Dauertest. Das ist aber eine Momentaufnahme. Wir nehmen uns jetzt wieder den flüssigen CO2-Test und es gibt jetzt 2 Möglichkeiten, das zu testen. Wenn ihr eine Nachtabschaltung habt, also ihr lasst nachts das CO2 nicht laufen, dann testet ihr den pH-Wert von eurem Wasser, bevor das CO2 angeht. Angenommen, wir haben da jetzt einen pH-Wert von 7,1 und das CO2 geht dann an und ihr testet ungefähr 3-4 Stunden nochmal danach und ihr kommt auf einen pH-Wert von etwa 6,1. Dann heißt das, ihr habt einen pH-Sprung nach unten gemacht. Und ein pH-Sprung nach unten ist ungefähr 30 Milligramm CO2. Die andere Möglichkeit, so wie es jetzt hier bei mir läuft, also wir haben hier keine Nachtabschaltung, CO2 läuft immer durch. Ich teste jetzt das Wasser im Aquarium und komme dann auf einen pH-Wert von, nehmen wir jetzt mal Beispiel 6,3 oder 6,5. Und dann nehme ich mir nochmal eine Probe und die schüttel ich eine Minute oder 2 Minuten, so lange, bis das ganze CO2 aus diesem kleinen Pröbchen entwichen ist. Weil wenn kein CO2 mehr zugefügt wird, weicht es ja irgendwann, dann entweicht es aus dem Wasser und es wird der pH-Wert im Wasser steigen. Und das machen wir im Kleinen. Also wenn ihr den CO2, die CO2-Zufuhr in eurem Aquarium abdreht
und wartet eine Stunde, dann ist euer Test wahrscheinlich auch wieder blau. Und in dieser kleinen Flüssigkeit, in diesen 5 Milliliter, schüttel ich halt eine Minute oder zwei und teste dann nochmal. Das heißt, vorher hatte ich jetzt 6,5 und wenn ich danach auf ungefähr 7,5 komme, dann weiß ich, es waren etwa 30 Milligramm drin. Das nennt sich die pH-Drop-Method. Das ist was, was mich irgendwie im deutschen Sprachraum noch nie irgendwo gelesen oder gehört habe, weil das hier anscheinend keiner nutzt. Bei den Amis ist das sehr beliebt, denn da ist es ja so, dass in diesem Hightech-Aquarienbereich sehr, sehr viele Leute KH0 fahren und dann ist die Tabelle nicht mehr wirklich hilfreich. Und so nimmt man dann den pH-Sprung von oben nach unten oder von unten nach oben, um ungefähr abzuschätzen, wie viel CO2 drin ist. Um es nochmal zu vereinfachen. Ja. Umso höher der pH-Wert, umso weniger Säure, umso niedriger der pH-Wert, umso mehr Säure. Genau, weil jetzt neutral wäre 7. Genau. Alles unter 7 ist sauer, alles über 7 ist alkalisch. Genau, jetzt hast du 6,5 in deinen Probenbehälter. Genau. Dann schüttelst du. Ja. Und die gast die Kohlensäure dadurch aus. Genau. Die Säure verschwindet aus dem Wasser. Ja. In dem Wasser ist weniger Säure und deswegen ist der pH-Wert dann höher. Also das CO2 verschwindet und die Kohlensäure somit auch. Genau. Weil dann könnt ihr nämlich zum Beispiel auch Huminstoffe oder irgendwelche anderen Säuren im Wasser ignorieren. Denn der Sprung von unten nach oben, der findet ja nur statt durch das CO2, was dann weg ist. Oder von oben nach unten, je nachdem. Wenn ihr also ein Wasser habt, wie jetzt nehmen wir mal dein Altum oder ein Diskus oder irgendwas, wo du noch Torf reingibst oder Huminstoffe. All das verändert ja den pH-Wert. Aber die pH-Wertveränderung durch das CO2, die kann man durch das Schütteln rausfinden. Denn die anderen Säuren entweichen nicht. Es ist nur die Kohlensäure und das CO2. Und wenn du dann eben in deinem Schwarzwasser diesen Test gar nicht verwenden kannst, weil ja, du kannst die Farbe nicht erkennen, ist es eine Möglichkeit, da kannst du digital testen. Oder du hast eben den Dauertest im Aquarium, aber es ist eben so, dass man mit dieser Methode, also diese meisten Schwarzwasser-Biotopbecken, da wird gar nicht wirklich viel CO2 zugegeben, denn die Säure im Wasser, also wenn du den pH-Wert senken willst, machst du ja meistens mit Torf oder irgendwelchen anderen Sachen. Ich glaube auch nicht, dass du daheim in deinem Altumbecken 30 Milligramm hast, oder? Nee, momentan ist mein Diffusor mal wieder kaputt. Ja. Und trotzdem zeigt es schon seit Tagen grün an. Ja. Mein Dauertest. Ja, wer weiß, vielleicht ist eine Lösung auch kontaminiert. Ich wollte gerade sagen, ich denke eher, dass die Lösung verdünnt. Das ist noch eine gute Methode oder eine gute Überleitung. Sollte man diese Flüssigkeit wechseln, also per Definition ist das ja hier alles abgeschlossen. Also es kann ja eigentlich nichts rein und nichts raus. Manchmal habe ich aber festgestellt, man kommt mal dran oder es bildet sich irgendwie Kondenswasser oder irgendwie verfälscht das Ergebnis da drin und dann zeigt das nicht mehr an. Ich hatte zum Beispiel mal einen von diesen Tests sauber gemacht und habe den... Der war nicht wirklich trocken und habe dann diese Testflüssigkeit dazu und ist einfach weiß geworden wie Wasser. Also ich habe überhaupt keine Farbe mehr gesehen. Deswegen handhabe ich das immer so. Ich bin da sehr dekadent und verschwenderisch. Wenn ich den jetzt sauber gemacht habe in unserem Power Clean, dann mache ich da erstmal ein paar ml von dieser Lösung rein, schüttel das, spüle das aus und ziehe das dann mit einer Pipette wieder raus. Und dann mache ich erst die Flüssigkeit rein zum Testen, denn dann weiß ich auf jeden Fall, es ist nicht verdünnt. Übrigens könnt ihr in diese runden CO2-Dauertester sowieso nur was reinschütten und nicht wieder raus. Also es geht nur mit Pipette. Das ist der Profi-Tipp an dieser Stelle. Sonst könnt ihr den weder befüllen noch entleeren. Oder einer zusammengezirbelten Küchenrolle. Ja, da kriegst du es raus, genau, aber nicht wieder rein. Also wenn du es um die Ecke kippen willst, wird es schwierig. Ja. Jetzt neuerdings packt auch Aquasabi irgendwie immer Pipetten mit dazu. Also das ist schon ganz hilfreich. Ist schon ganz hilfreich, dass es jetzt auch eine größere Flasche ist. Ja, dann kann man dann sowas machen. 20, wie viel Milliliter hier? Diese winzigen Tropfdinger. Diese winzigen Tropfdinger, 20 Milliliter oder was? Kannst du dich noch erinnern, und ich glaube einige von euch zu Hause auch, so die Oldschool-Aquarianer unter euch, die vielleicht in den 90er Jahren schon mal eine CO2-Anlage gekauft haben, damals gab es die Flüssigkeit, die du mit deinem Aquarienwasser gemischt hast. Das war dann nur der Farbstoff. Und da war es so, du hattest denselben pH-Wert hier drin wie im Aquarium. Weil wenn du dein KH10-Wasser zum Beispiel genommen hast, hast du dieses Brom Thymolblau als pure Flüssigkeit bekommen und hast das in dein Aquarienwasser gemacht. Da hat man dann zum Beispiel 30 Tropfen Wasser genommen und irgendwie dann 3 Tropfen von dieser Flüssigkeit. Das hat sich aber nie durchgesetzt und deswegen gibt es jetzt diese voreingestellten. Also wieder ein bisschen oldschool. Ist einfacher. Ja. Voreingestellte Lösung, das ist ja wirklich in den Test reinschütten, dran machen, ablesen. Fertig. Genau, ablesen. Aber ihr müsst verstehen, dass der pH-Wert in dem Test nicht der gleiche ist wie in eurem Aquarium. Ich hoffe, das hat jetzt diese Frage auch nochmal beantwortet. Was hast du denn noch für Fragen? Deine Frage. Das wird wieder ein Outtake. Blasenzähler, ja oder nein? Eine gute und berechtigte Frage.
Ich habe ja mal gehört, dass man Blasenzähler gar nicht unbedingt braucht, weil ihr habt ja den Dauertest im Aquarium. Ich empfehle immer grundsätzlich einen Blasenzähler zu verwenden. Warum? Nach so vielen Jahren Praxis und Erfahrung ist es sicherlich einfacher, eine CO2-Anlage einzustellen. Wenn aber jemand kommt und hat noch nie eine CO2-Anlage vorher betrieben, dann ist es schwierig, eine gewisse Menge zu kalkulieren. Das heißt, die Newbies unter euch, die da noch gar nicht wirklich erfahren sind, die stehen dann da und überlegen, wie weit drehe ich jetzt die Flasche auf oder zu. Das ist doch ganz einfach, da gibt es auch eine so und so viele Blasen die Minute. Ja, also nach der Logik hält die Flasche hier bestimmt 2 Jahre. Und ich habe wahrscheinlich nur 2 Milligramm oder sowas im Aquarium. Also diese Formeln sind relativ. Dennerle sagt 10 Blasen auf 100 Liter pro Minute. Das wären 18 hier. Wollen wir mal schauen, wie viel ich hier reinlasse? Also ich schätze 3 pro Sekunde. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jetzt. Das sind einige. Also ich schätze 3 pro Sekunde und das 24,7. Also unserer Meinung nach sind diese ganzen pauschalen Angaben zum Thema CO2-Menge im Aquarium alle sehr, sehr vorsichtig bemessen, weil die Hersteller sich sagen, ich kenne die Aquarien nicht oder wir kennen die Umstände im Aquarium nicht, wir empfehlen lieber erstmal weniger, die Leute werden schon Resultate sehen. Ja, ein bisschen CO2 ist besser als gar kein CO2, aber hier ist es so, ich versuche das immer zu vermeiden, aber ja, viel hilft viel. Also wenn ihr ordentliche CO2-Injektionen habt, und das können die ganzen Pros von euch, können das bestätigen, wenn man ein gesundes Milieu hat, wo CO2 auch wieder nach draußen kommt, da gehen wir nachher nochmal ein, dann ist 2, 3, 4, 5 oder 10 Milligramm mehr ein Riesenunterschied. Nicht bei einem Moos oder bei einer Anubias, aber es gibt bestimmte Pflanzen, und da kann ich leider ein Lied von singen, die sind wirklich so anspruchsvoll, dass die einfach ohne eine vernünftige Menge CO2 nicht vernünftig wachsen. Und wenn ihr jetzt eine Wasserpest vergleicht oder eine Echinodorus, das ist alles Kinderkram. Da ist das auch mit 10 Milligramm im Aquarium kein Thema, die zum Wachsen zu bringen. Wenn wir dann aber ins Schwierigkeitslevel 10 Aquaristik-Genre einsteigen, dann wird es richtig interessant. Und da musste auch ich lernen, dass das, was ich immer als viel CO2 bezeichnet habe, eigentlich relativ wenig ist. Das sind homöopathische Mengen zu dem, was wir heute machen. Und bekommst du dann keinen Säuresturz? Den bekomme ich nie, auch nicht bei einem KH von 0. Denn der Säuresturz ist meines Erachtens nach eigentlich, also es ist so eine, ist teilweise so eine Urban Legend. Aber zum anderen ist es so, das passiert vor allem bei dicht. Schon? Du hast ein schönes Beispiel, da wollte ich jetzt gerade eingehen. Ja. Bei dicht besetzten Aquarien, wo man keinen Wasserwechsel macht, wo dann die Carbonathärte durch die Säure aus dem Filter, also Filterbakterien erzeugen Säure, da verschwindet langsam die KH. Und da kenne ich ein paar Beispiele. Und zwar hatte ich einen Kunden letztens, der war hier und der kennt sich eigentlich ganz gut aus, aber hat gesagt, also mein Kumpel, der hat letztens ein tierisches Problem gehabt. Der hat einen pH-Wert von 5,7 oder so in seinem Aquarium. Und dann habe ich gefragt, weil ich ja eigentlich schon mir gedacht habe, das kommt nicht vom CO2, was er für Fische drin hat. Und das waren Faunaugenbuntbarsche und große Welse und irgendwelches anderes Monstergetier. Und er hat sehr unregelmäßig oder in dem Fall wahrscheinlich eine Weile gar nicht mehr Wasserwechsel gemacht. Deswegen, PVC ist sau wichtig. Wenn du schon weiches Wasser hast und hast große Fische und viele Fische und fütterst die stark und deine Filterbiologie erzeugt Säure, dann ist die Gefahr sehr groß, dass durch die immer mehr ansteigende Säure im Aquarium, also nicht das CO2, weil da war gar kein CO2 dran, dass einfach durch die Belastung im Aquarium der Säuresturz entsteht. Und das kann wirklich passieren. Und dann kann es euch auch die Fische umlegen. Aber das ist mir persönlich noch nie passiert mit CO2-Düngung, weil unsere Belastung auch relativ gering ist. Wir machen unseren Wasserwechsel, auch bei einer KH von 0. Die Filter werden regelmäßig sauber gemacht und wir übertreiben es auch nicht mit Füttern. Also das ist eigentlich der Säuresturz, den es wirklich gibt. Genau, Filterbakterien sind eigentlich die Hauptverursacher von Säurestürzen. Genau, sehr gut, dass die arbeiten, aber trotzdem ist es nicht Sinn und Zweck der Sache zu sagen, ich habe einen Filter und jetzt füttere ich und mache sonst nichts mehr. So funktioniert das nicht. Ja, zurück zum Blasenzähler, unser Bubbelregnare. Also der Blasenzähler hier ist nach, ich würde mal sagen, 2 Wochen leer, denn das CO2, haben wir schon mal erklärt, kommt trocken aus der Flasche und bindet die Flüssigkeit und somit verschwindet das Wasser da drin. Und ihr müsst den immer mal nachfüllen. Am großen Schaubecken, da ist er, glaube ich, nach einer Woche schon leer gewesen. Der Blasenzähler ist eine Orientierung für euch. Nun gibt es ein schönes Experiment. Das hatte Dennis Wong vom 2-Hour Aquarist letztens gemacht. Der hat 3 verschiedene Blasenzähler hintereinander gehängt und irgendwie kamen unterschiedliche Blasenzahlen raus.
Wie kann das passieren? Wie kann das sein? Ganz einfach, indem die Blasen in den unterschiedlichen Blasenzählern unterschiedlich groß sind. Also die Erklärung, benutzt keinen Blasenzähler, weil der ist ungenau, die lasse ich so nicht durchgehen, denn der Blasenzähler ist für euch eine Orientierung, damit ihr seht, was ihr da an dieser Flasche macht. Denn wenn ich jetzt hier an dieser Flasche was aufdrehe, braucht es vielleicht 2 Stunden, bis dieser Dauertest hier umgefärbt ist. Wenn ihr aber zu viel aufdreht, dann legt euch vorher die Fische um, bis das Ding dann irgendwann mal umfärbt. Und deswegen braucht ihr eine Orientierung. Und wenn ich jetzt hier von 3 auf 4 pro Sekunde hochgehe, dann brauche ich natürlich nicht viel. Aber das, was ich da drehe, sehe ich sofort am Blasenzähler. Also der Blasenzähler ist wie euer Tacho. Ihr könnt zwar schätzen, ja, ich fahre jetzt vielleicht 50 oder 30 in der 30er Zone. Wenn aber dieses rote Licht aufblinkt, dann wisst ihr, ihr habt falsch geschätzt. Und deswegen schaut auf euren Tacho, dann wisst ihr nämlich, wie schnell ihr fahrt. Und so ist es auch mit dem Blasenzähler. Ja, baut einen ein. Und schaut, was ihr tut, denn der Dauertest im Aquarium wirkt zeitverzögert. Reicht es denn jetzt, wenn das CO2 einfach da in der Ecke vor sich hin blubbert, oder verteilst du das irgendwie? Das ist eine der häufigst gestelltesten Fragen im Laden und auch unter den Videos. CO2 und Strömung im Aquarium. Ich liebe dieses Thema und deswegen sitze ich auch hier gerade passend vorm richtigen Aquarium. Wir versuchen immer anzustreben, ob einen Diffusor oder ihr einen Inline-Diffusor habt oder einen Reaktor oder was auch immer. Ihr wollt euer CO2 im Aquarium gleichmäßig verteilen. Und jetzt haben wir hier mit unserem Imugavi natürlich das beste Beispiel. Denn die Filterströmung, die geht so im vordersten Viertel von rechts nach links. Und jetzt liegen ja hier riesengroße Brocken da drin und die geben natürlich auch eine Art Windschatten. Wir versuchen jetzt in jeder Ecke dieses Aquariums CO2 zu bringen und ob das jetzt Steine sind oder Wurzeln oder viele Pflanzen. Ihr werdet nach einer Weile herausfinden, dass ihr einfach bessere Ergebnisse habt im Pflanzenwuchs und in der CO2-Messmethode generell, wenn das CO2 im Aquarium schön verteilt wird. Deswegen empfehlen wir eigentlich immer, entweder, so wie ich das jetzt hier mache, wir haben den Filterauslauf vorne rechts, einen Skimmer hinten links, denn der Skimmer, da komme ich nachher noch dazu, ist lebenswichtig. Der Skimmer sorgt dafür, also jetzt unabhängig von seiner Funktion als Skimmer, dass da hinten durch die kleine Pumpe das CO2 von rechts hinten, also links hinten nach rechts hinten verteilt wird und der Filterauslauf von rechts vorne nach links vorne. Das heißt, es entsteht eine Kreisströmung. Und das ist das, was ihr anstreben solltet. Ihr solltet immer versuchen, euer CO2 im Aquarium zirkulieren zu lassen. Und jetzt kommt meine Lieblingsfrage, die ich immer ganz oft kriege. Ja, ich habe aber ein Eckbecken, wie mache ich das da? Da musst du natürlich improvisieren, weil bei einem Eckbecken, heute haben die alle vorne eine runde Scheibe, da kannst du natürlich nicht vorne rechts und hinten links machen, sondern du musst das natürlich auch versuchen so zu verteilen, dass es vernünftig aussieht. Und wenn da noch eine Rückwand eingeklebt ist, dann wird es eh schwierig mit dem Skimmer. Dann kann man aber improvisieren. Also grundsätzlich kein Eckbecken kaufen. Grundsätzlich kein Eckbecken kaufen, weil sieht eh scheiße aus. Also, fühlt euch jetzt nicht persönlich angegriffen, aber ich persönlich hasse Eckbecken und ich hasse generell Aquarien mit runder Scheibe, oder wie ist das bei dir? Ja, und da muss ich recht geben, in dem Nano-Video hatte sich einer beschwert, auch bei den Nano-Aquarien mit verzerrt. Diesen runden Ecken, dieses Verzerrte. Das also sieht von vorne schön aus, sieht von links und rechts schön aus, aber nie schräg von der Seite. Wenn du so drauf guckst, ist halt schwierig. Ja. Ne? Und bei einem Aquarium mit runder Scheibe, ob dieses Vision zum Beispiel oder das Eckbecken, es verzerrt immer. Also sieht auch noch 2000er aus. Ja, das war genau dieser Style. Vorher waren die Dinger ja wie so ein geschliffener Diamant. Ja, ja. So mit so 2 Kanten vorne. Das war Delta. Delta Aquarium. So ein altes Becken würde ich gerne mal wieder sehen. Delta-Aquarium und danach wurden die rund. Und ja, wenn ihr jetzt natürlich noch Rückwände dran klebt und da können keine Saugnäpfe mehr dran, einerseits ist es ein Problem, das ist richtig, andererseits ist es jetzt eure Aufgabe, euch Gedanken zu machen, denn ja. Was ihr für ein neues Aquarium kauft. Genau. Also man kann das auch in einem Eckbecken mit einem Außenfilter oder sowas machen und realisieren. Da müsst ihr ja bedenken, wenn die Strömung nach vorne strömt, durch die runde Scheibe zirkuliert es ja sowieso. Aber das ist halt etwas schwieriger und da ist es halt mit den Rechteck-Aquarien doch deutlich angenehmer. Möglichkeit 1 ist, wie gesagt, der Skimmer. Möglichkeit 2 ist eine Strömungspumpe. Haben wir hier im Afrika-Becken hinter mir gelöst und funktioniert auch perfekt. Da sind wir sogar komplett eskaliert. Da gibt es nämlich einen Skimmer und eine Strömungspumpe. Also ihr wollt eine Kreisströmung. Und wie seht ihr, dass es eine effektive Kreisströmung ist? Ganz einfach. Ihr habt
entweder die kleinen Bläschen, die sich hier so verteilen im Aquarium. Ich dachte, wir machen ein bisschen Kostabo ins Wasser und gucken, wie es zirkuliert. Das wäre eine Möglichkeit. Aber wir testen das jetzt gleich mal mit Huminstoffen, weil das geht ganz easy. Dann macht ihr ein bisschen Huminstoff in der Spritze und gebt das dazu und dann seht ihr ja instant. Also ihr könnt den Versuch jetzt nicht 10-mal hintereinander machen. Dann ist nämlich dunkel im Aquarium, dann wird es schwierig. Aber so, weiß ich nicht, 1-mal, 2-mal am Tag, bis ihr dann ein vernünftiges Ergebnis habt, seht ihr einfach, wie verteilt sich dann die Farbe im Aquarium. Deswegen Strömung, ja, sau wichtig. Und ich mache es immer so, auch dass ich... für die meisten Fische, weil ja, die mögen Strömung. Die mögen das, viele kommen Fische. Aus Flüsse, genau. Die meisten. Und die Fische, die aus Seen kommen, die Seen sind meistens so groß, dass die auch mal so Bewegung. Mehr ähnliche Strömungen haben. Ja. Und deswegen... Das ist ja schon bei unserem Baggersee hier so, da gibt es Wellen. Und ja. Das Wasser bewegt sich auch. Also im Endeffekt tut ihr allen einen Gefallen. Und ihr wollt ja besser machen, als es vielleicht in der Natur ist. Denn in der Natur interessiert sich keiner dafür, ob ein Fisch stirbt oder sich wohlfühlt oder nicht oder eine Pflanze eingeht. Weil die müssen sich dann einfach in ihrer ökologischen Nische durchboxen. Und ihr wollt es den Tieren und den Pflanzen ja angenehm machen im Aquarium. Deswegen, das ist immer eine meiner Lieblingsfragen oder ein meiner Lieblingsargumente. Ja, aber in der Natur, ja, in der Natur kräht kein Hahn danach. Ne? Da kommt der Fisch rein und frisst. Und dann sind die Fische weg. Oder die Pflanze geht ein oder wie auch immer. Das ist halt so. Aber ihr wollt es ja im Aquarium besser machen. Abgesehen davon, und da kann ich mich jetzt auch wieder auf meine Hightech-Aquarium-Zeiten beziehen und meine Freunde, die das jetzt heute immer noch so machen, die Pflanzen werden es euch danken. Eine Pflanze wächst immer besser. Eine Pflanze wächst besser, wenn sie an einem freien Standort steht. Eine Pflanze wächst besser, wenn sie umströmt wird. Dann sind Nährstoffe, CO2, Wasserbewegung, das spielt alles eine Rolle. Und das könnt ihr ganz einfach ausprobieren, indem ihr versucht mal, hat der Jan so schön gesagt, die Pflanze sucht sich ihren Platz im Aquarium. Ihr probiert es einfach an verschiedenen Stellen aus und ihr werdet sehen, bestimmte Pflanzen wachsen da einfach besser, wenn sie zum Beispiel hier stehen, statt hinten in der Ecke. Und anderen scheint das egal zu sein. Das muss man einfach ausprobieren. Ihr müsst auch ein bisschen versuchen, euer Aquarium, eure Pflanzen, eure Fische lesen zu lernen und zu verstehen. Aber dafür schaut ihr unsere Videos, denn wir wollen euch ja Hilfestellung geben, das Ganze besser zu lernen oder zumindest vielleicht mal erstmal zu hören, auf was man so achten muss. Denn ich finde, so ein Thema in der Tiefe hat es jetzt noch nicht gegeben. Also gerade beim CO2, du guckst schon wieder auf die Uhrzeit. Ich gucke auf die Kameratemperatur, die mir ein Thermometer, also das Kameradisplay zeigt mir ein Thermometer an. Ja, also ihr sehnt euch wahrscheinlich schon nach dem Ende des Videos, aber ein oder zwei Punkte kommen jetzt noch. Also abschließend. Der müsst schon ein bisschen durchhalten, wenn er aquadiktet. Die wollen doch Titanic sehen bei uns. Pore die wollen doch leben den epischen 3-Minuten-Kracher. 3-Stunden-Kracher wollen die Leute doch sehen. 3 Minuten. Jetzt bin ich schon dann komplett durch hier. Noch sind wir zwischen so 30 und 40 Minuten. Standard, oder? Ja. Also Strömung, ja, achtet auf Strömung und wir... Sieht doch besser aus. Sieht besser aus, genau. Wir mögen das auch, wenn so dieser Bläschennebel hier so durchs Becken zirkuliert. Ob euch das nun gefällt oder nicht, ihr könnt ja andere CO2-Verteilungen nutzen. Ich wollte gerade sagen, wie verhält sich das denn, wenn ich jetzt einen Flipper oder einen Taifun habe? Geht auch, weil die Bläschen da drin, dieses Teil hat ja Schlitze und ist ja offen, die Bläschen werden ja trotzdem effektiver gelöst, wenn da Strömung drauf trifft und dann unterstützt das die Wirkung. Habe ich hier tatsächlich auch schon überlegt, ob ich mir so einen Taifun reinbaue, nämlich aus einem ganz einfachen Problem heraus, denn je länger das Moos wird, umso mehr bleiben die Bläschen darunter hängen und nach einer Weile hebt sich's dann. Also es kann gut möglich sein, dass ich in diesem Aquarium auch mal umrüste auf einen JBL Typhoon. Weil ich ja einen Flipper schöner finde. Ja. Aber der sieht nur gut aus, wenn er wirklich gut gepflegt und gesäubert ist. Das soll meine Sorge sein. Also bis jetzt sind die Teile alle sauber, das ist kein Problem. Aber ja, es kann auch von Vorteil sein, dass man so ein Teil benutzt oder ihr seid vielleicht ein bisschen hellhörig und euch stört das, wenn das so dahin zwitschert. Denn diese ganzen Diffusoren, ob die Aquario oder die aus Glas, die haben alles so eine Akustik, wie wenn ihr eine Selterflasche so aufdreht und die zischt so ein bisschen. Das ist einfach der Physik geschuldet. Da drückt es halt mit einem hohen Druck CO2 durch eine Membran, das macht Geräusche. Hier im Laden kriegt man es nicht mit, aber zu Hause kann das schon mal stören. Hier im Laden zwitschert was anderes viel lauter. Ja, aber beschreiß nicht, es ist gerade Ruhe. Das passt. Also ob Inline-Diffusor, ob Reaktor, da wäre vielleicht auch nochmal irgendwann ein Video wert. Oder Reaktoren sind alle abgeschalten. Ja, können wir euch kein Video mehr machen. Das tut uns sehr leid. Hätte nicht sein müssen, aber vielleicht machen wir da noch mal ein Video dazu. Ja, egal welches CO2, welche CO2-Verteilung ihr wählt, Strömung tut eurem Aquarium immer gut. Wir haben 3 Videos zu diesem Gerät. Und dein Wunsch war es, es auch noch mal in dieses Video zu packen, den Skimmer. Ja.
mehrere Videos. Wir haben, glaube ich, eine Dreier-Serie, wo wir nur Skimmer vorstellen. Und ja, und wir haben sie oft erwähnt, genau. Ja, mein Wunsch war es, den jetzt nochmal in dieses Video zu packen. Ganz einfach, weil wir euch nochmal ans Herz legen wollen, wenn ihr eine CO2-Anlage betreibt und selbst wenn nicht, aber in dem Fall, wir gehen jetzt von der CO2-Anlage aus, wenn ihr eine CO2-Anlage habt, drückt ihr zusätzlich Kohlendioxid ins Wasser, Kohlenstoffdioxid. Normalerweise ist es so, dass wenn die Wasseroberfläche sauber ist und bewegt ist, es nie ein Problem gibt. Also sowohl mit als auch ohne CO2-Düngung. Wenn ihr aber CO2 düngt, habt ihr dann bei diesen Diffusoren zum Teil winzig kleine Bläschen und die funktionieren so ein bisschen wie ein Eiweißabschäumer im Meerwasser. Die binden Eiweißpartikelchen und diese Schaumbildung oder diese Kammhaut, dass die besonders hässlich und unschön ist, höre ich ganz besonders oft von Leuten, die jetzt eine CO2-Anlage neu installiert haben oder die eben keinen Skimmer am Aquarium haben und hatten bis jetzt vielleicht kein Problem, denen fällt das jetzt aber erst auf. Das ist ein Problem, weil das CO2, die Wasseroberfläche ist ein ganz, ganz wichtiger Teil von eurem Aquarium. Die Wasseroberfläche ist die Grenzschicht zwischen Luft und Wasser und die funktioniert auch als Membran. Also es gibt so ein Gasgleichgewicht, ein natürliches, was sich einstellt. Das heißt, dass Sauerstoff und CO2 von selbst ins Wasser eindringen können. Das passiert aber nur zu einem winzig kleinen Teil. Also beim CO2 sind es dann vielleicht 1 oder 2 Milligramm, vielleicht 3, die dann ins Wasser kommen. Das reicht aber euren Pflanzen nicht, denn ihr müsst euch vorstellen, an der Luft haben die Pflanzen ungefähr umgerechnet 400 Milligramm CO2. Im Wasser sind 30 schon viel und das reicht vielen Pflanzen, um super zu wachsen, aber es kommt nicht von allein ins Aquarium. Und der Sauerstoff kommt auch nur zu einem gewissen Teil rein. Und wenn Wasser kühler ist und wenn sich Wasser bewegt, hat es ja generell physikalisch die Eigenschaft, mehr aufzunehmen. Also ein kaltes Wasser, ein kalter Gebirgsbach, der ist immer sehr sauerstoffreich. Wenn ihr jetzt einen abgeschlossenen Baggersee, irgendeinen Tümpel, irgendwas habt, was im Sommer bei 30 Grad Außentemperatur mitten in der Sonne steht, dann ist da nicht mehr viel los mit Sauerstoff. Und das im Aquarium ist halt noch ein Problem, wenn ihr CO2 zusätzlich düngt, ihr wollt eure Pflanzen versorgen, ihr wollt auch, dass es euren Fischen gut geht, dann müsst ihr einfach sicherstellen, dass das CO2, was zu viel ist, raus kann und dass der Sauerstoff immer rein kann. Die Sauerstoff- und die CO2-Geschichte, die ist wirklich enorm wichtig. Und da habe ich schon etliche Beispiele von Kundschaft dazu gehört, wo die Fische wirklich ein Problem hatten mit zu wenig Sauerstoff und zu viel CO2, weil es keinen Gasaustausch gab. Und mal abgesehen davon, dass die Kammhaut einfach beschissen aussieht, ihr wollt sowas nicht im Aquarium haben, ist es eine sicherheitsrelevante Frage. Denn CO2 muss immer raus können. Und wenn wir CO2 düngen bei uns in den Aquarien, geben wir eigentlich, das hatten wir ja vorhin schon gesagt, tendenziell immer höhere Mengen zu, als die Hersteller das empfehlen, weil es sonst einfach nicht reicht. Und natürlich könnte man jetzt sagen, ja, wenn ihr weniger reindrückt, dann gibt es auch das Problem weniger. Das kann ich so nicht unterschreiben, denn dazu habe ich auch gleich noch ein Beispiel. Wir drücken lieber etwas mehr rein, sorgen so für einen guten Pflanzenwuchs und gewährleisten aber auch gleichzeitig, dass es rauskommt. Denn jede Blase, die hier die Wasseroberfläche berührt, ist sofort weg und Sauerstoff kommt auch rein. Und deswegen geht es ja auch, dass ich 24 Stunden am Tag CO2 zugebe und es keine krassen pH-Schwankungen gibt. Denn Pflanzen hassen nichts mehr als unstabiles CO2. Also die hassen schon viele Dinge, aber unstabiles CO2 ist wirklich ein Punkt, der, wenn man da an dieser Schraube dreht, einen riesen Unterschied macht, ob diese Pflanzen super wachsen oder ob sie gut wachsen oder ob sie eben wachsen. Und deswegen bevorzuge ich persönlich lieber einen höheren Input und einen gleichzeitig stabilen Output. Wie auch immer. Also es kommt rein und es kommt raus. Das ist wichtig. Das ist wirklich wichtig. Und jetzt zu meinem Beispiel. Ich hatte in meinem ehemaligen 2-Meter-Aquarium einen CO2-Gehalt von auch ungefähr 25, 30 Milligramm. Und das Becken lief zu dem Zeitpunkt schon Monate ohne Probleme. Und eines Morgens bin ich mal in den Laden gekommen und da war der Skimmer verstopft. Also es war einfach in diesem Schwamm war so viel Dreck, dass der nicht mehr lief. Oder es kommt ein Vallisnerienblatt davor oder irgendwas passiert. Und da war an diesem Morgen der CO2-Dauertest quietschgelb und die Fische hingen schon oben. Und ich habe nichts geändert. Es war nicht mehr CO2 und es war nichts anders als sonst auch. Das Einzige, was sich geändert hat, ist, dass das CO2 nicht mehr rauskam.
Und ich habe auch nicht weniger CO2 eingestellt und ich habe das Aquarium auch nicht belüftet, sondern lediglich den Filterschwamm sauber gemacht von diesem Skimmer. Und ohne Witz, eine oder anderthalb Stunden später, der Test war wieder grün, den Fischen ging es wieder gut. Das habe ich alle paar Tage. Ja, stimmt, du hast das ja zu Hause auch. Ich habe das zu Hause auch. Sobald der Skimmer sich zugesetzt hat, das reicht schon, wenn das tagsüber passiert. Mhm. Dann habe ich, ja, weil es näher, habe ich jetzt rausgeschmissen, weil es wirklich ein Problem war. Weil mach das, die gerne. Ja, wenn die weil es näher sich oben hinlegt, dann hast du natürlich, kann der Skimmer nicht mehr die ganze Wasseroberfläche abziehen. Ja. Aber selbst wenn die Hälfte nur mit einer Kamera bedeckt ist, merke ich bei den Skalaren schon eine erhöhte Atemfrequenz. Und das hast du jetzt gut betont, weil es Valesnerien und Hälfte bedeckt. Ein anderer Punkt sind Schwimmpflanzen oder generell Stängelpflanzen, die oben liegen. Ihr müsst immer dafür sorgen, dass ein Großteil eurer Wasseroberfläche frei bleibt. Denn wenn ihr das Aquarium jetzt hypothetisch rumdrehen würdet, also wir hätten die kleine Seite als Wasseroberfläche und diesen riesengroßen Wasserkörper, das wäre jetzt euer Aquarium. Deswegen gibt es bestimmte Aquarienformen, die sich bis heute einfach durchgesetzt haben und andere Formen, die sich aus diesem Grund nicht durchgesetzt haben. Dann hätten wir ein Problem. Wir hätten eine proportional zu kleine Wasseroberfläche im Vergleich zu dieser Wassermenge. Also die Wasseroberfläche muss immer groß, möglichst groß sein, damit ein Gasaustausch gewährleistet ist. Es gibt keine Aquarien zu kaufen, die 50 x 50 x 1,20 Meter sind. Also zumindest kenne ich jetzt keinen Hersteller, der bei Trost ist, ja, und sowas bauen würde. Nur individuell gefertigte. Ja, das schon. Ja, so Säulen, sowas. Aber alles möglich. Aber das ist unklug, denn ihr habt eine kleine Wasseroberfläche und das funktioniert nicht gut mit dem Gasaustausch. Ich bin ja alle paar Jahre Mitarbeiter einer großen Zoofachmesse. Ja. Und wir gehen natürlich auch über alle Stände und gucken, ob das alles konform ist. Ja. Und das ist natürlich eine internationale Messe. Ja. In Deutschland ist sowas natürlich klar. Macht niemand. Und da ist schauen die Veranstalter, aber auch die Kontrollorgane ganz genau hin in diesen Aquarien, die da ausgestellt sind, genug Wasseroberfläche vorhanden ist. Ja. Das ist ein ganz wichtiges Kontrollkriterium. Ja, ich kann mir das nicht nur von leidenschaftlichen Aquarianern, ja, sondern auch von Kontrollinstanzen, die vielleicht normalerweise Rinder kontrollieren. Ja. Also ja, das ist wirklich das eine Eins. Tierschutz des Tierwohls überwacht die ganze, ja, Geschichte. Ja. Und ich glaube, da gibt es sicherlich ein paar asiatische Hersteller, die das da nicht so eng sehen und sagen, ja, sieht aber gut aus, wir wollen das da hinstellen. Und dann gibt es eben irgendwelche skurrilen Dinger mit 5 Goldfischen drin. Also gibt es nicht, aber würden die gerne aufstellen. Würden sie ja manchmal, aber ja, das ist nun mal, glücklicherweise findet sowas dann auch in Europa statt, wo Tierwohl einen ganz anderen Stellenwert hat. Genau. Oder besser gesagt in Mitteleuropa. Ja. Aber das muss ja, man muss ja manchmal nur nach Belgien und nach Holland gehen. Da gibt es den 20 Liter Nanocube für Goldfische, ne? Genau, weil da kein Heizer dabei ist. Und ja, das 30 Liter Nanocube mit Heizer, weil das dann groß genug ist, ja, ist dann für die tropischen Fische. Genau, genau. Das ist natürlich alles durchdacht. Ja. Also wir haben jetzt nochmal unseren moralischen Zeigefinger erhoben. Es ist wirklich wichtig und wir erzählen euch das nicht, weil wir euch hier zu Hunderten die Skimmer aufschwatzen wollen. Das machen wir eh schon. Das machen wir eh schon, genau. Fleißig. Also wir müssten nicht noch mehr die Werbetrommel rühren. Weißt du, was das Schöne ist? Die Leute kaufen das Zeug ganz gern bei uns, weil wir sie nicht aufschwatzen. Genau. Also ich merke das immer wieder, dass ich da im Laden oft auf so Sachen angesprochen werde, die wir in Videos ansprechen, weil wir eben nicht aufdringlich sind. Aber bei bestimmten Punkten wie jetzt müssen wir einfach nochmal sagen, Leute, das geht jetzt nicht nur um die schöne Oberflächenbewegung. Wie hat man das früher gemacht? Auch früher gab es Kam heute. Aber da war CO2 nicht so ein großes Blubberstein Thema. Blubberstein rein. Genau, ein Blubberstein, der die Wasseroberfläche aufreißt. Ja. Oder wie es Diffusor. In alten, ja, ja, es gibt Diffusoren. Genau, also kein CO2-Diffusor, sondern ein verjüngtes Auslaufstück für euren Außenfilter oder für den Innenfilter. Der zieht Luft ein. Das klingt natürlich wunderschön im Wohnzimmer. Genau. Schwimmpflanzen, lange Stängelpflanzen. Ihr müsst immer dafür sorgen, dass eure Wasseroberfläche wirklich offen bleibt und sauber bleibt. Und mal ganz ehrlich, gibt es denn was Geileres als diesen Look, diese Wellen? Das flimmert ja dann auch so schön. Also ich finde es persönlich vor allen Dingen super ästhetisch, wenn die Wasseroberfläche einfach so super clean ist. Also ich gucke von oben drauf, frisch. Ich gucke von unten drauf. Es wirkt immer frisch und lebhaft. Ja. Ne? Also du schaust in so ein Aquarium und gibt es ja manche Becken, die sehen immer so stagnierend und stehend und tot aus. Und das gibt es hier gar nicht. Und weil du es gerade gesagt hast, Blubberstein rein, ja. Ich habe auch mal letztens gehört, es wird behauptet, dass du, wenn du deinen Pflanzen was Gutes tun willst, einfach einen Ausströmer ins Aquarium hängst, weil da treibst du ja auch CO2 rein. Das wird jetzt nicht falsch sein per se, aber es ist niemals ausreichend. Also es ist in der Hinsicht
sage ich jetzt mal meine Meinung dazu, es ist halt völliger Schwachsinn, weil wie viel Prozent CO2 haben wir in der Atemluft? 0,2, 0,4, es ist sehr wenig. Und Luft ist ein Gasgemisch, das löst sich nicht. Also wenn du jetzt puren Sauerstoff oder CO2, wie wir es hier machen, ins Aquarium reinbläst, dann hast du ja auch nur einen geringen Teil davon. Aber wenn ihr einen Ausströmerstein ins Aquarium hängt, lasst euch so einen Scheiß nicht erzählen, dann ist es nicht dasselbe also wie CO2 dran. Genau. Dann treibst du nämlich schön das CO2 aus. Kannst doch den Ausströmer mit der CO2-Flasche betreiben. Das kannst du natürlich auch machen, ja, genau. Lindenholz-Ausströmer. Lindenholz, genau. Ist völliger Käse. Also Luftpumpen ans Aquarium anschließen, das bringt euch Luft ins Aquarium, nicht unbedingt reinen Sauerstoff und kein CO2, wenn dann nur einen kleinen Teil. Machen wir bei uns in der Verkaufsanlage, weil wir CO2 ausgasen wollen. Das ist ja auch ganz wichtig. Wir haben ja relativ hohen Besatz. Und in den Schaubecken werdet ihr hier nirgendwo einen Luftstein sehen. Das CO2 kommt in das Wasser, weil der hohe Besatz ist. Durch die Fische, ja. Wir haben ja keine CO2-Düngung. Genau. Also ein Ausströmerstein, ja klar, der macht euch auch die Kammhaut weg. Aber im Sommer mache ich das bei den Skalaren, aber es ist einfach nur, weil es sehr große Fische sind. Du hast ja auch hohe Temperaturen und vor allen Dingen ich sage immer, das sind die Pro-Fischbecken. Ja. Und ich habe halt immer die Pro-Pflanze und Fische, die keine zu hohen Ansprüche haben, Aquarien. Und deswegen funktioniert das hier auch. Also ganz wichtig, Skimmer und CO2 gehören immer zusammen und ihr habt zusätzlich noch die Wasserbewegung. Ich würde sagen, wir hören jetzt auf, so lang genug. Reicht. Eins will ich dir noch sagen. Ja, ich war ja wieder skeptisch. Ja. Weil du wieder eingefahren warst. Ja. Und wir hatten ja eigentlich einen anderen Fischbesatz. Du hast mir plausibel erklärt, warum da keine Amanda-Is drin sind. Aber du warst wieder experimentierfreudig und hast den Fisch reingesetzt, den du eigentlich immer gerne reinsetzt. Findest du es gut? Ja, sehr gut. Der Lernling liegt mir seit Wochen in den Ohren. Er hätte jetzt unbedingt gerne Mutzeln gesehen da drin. Da hast du gesagt, die wären sehr groß. Ich weiß es auch nicht. Ich habe ja noch keine dauerhaften Erfahrungen damit. Vielleicht probieren wir es mal. Ich habe gehört, da sollen Holoffis rein. Nee, oder? Wie heißen die? Die kommen nebenan. Ach so, ja. Aber das in einem anderen Video. Jetzt geht's erstmal ums CO2. Oder es ging ums CO2. Nee, du hast schon recht. Wir haben eigentlich alles gesagt. Ohne mal abzuschweifen, das wäre ja dann auch kein Aquadicted-Video. Nein. Wir müssen, also Schwank aus den 90ern war drin. Mhm. Wir sind abgeschweift und wir haben auch Tipps mit in das Video reingepackt. Also es gab auch ein paar Informationen für euch. Ja. Nee, also ich denke, ich will jetzt nicht noch mal was zusammenfassend sagen, weil dann müsste ich alles noch mal wiederholen. Ich sage noch mal was zusammenfassend. Also Blasenzähler, ja, CO2-Dauertest, wie es funktioniert, haben wir euch erklärt. Ihr habt eine Animation gesehen, Strömung im Aquarium auch wichtig und Skimmer ebenso wichtig. Sehr, sehr wichtig. Und ich setze dich mal ein bisschen unter Druck. Wenn ihr noch mehr Informationen haben wollt, könnt ihr das auf www.aquadicted.de nachlesen. Da wird Kevin einen kleinen Text schreiben über CO2-Versorgung, den Zettel, den du mir geschrieben hast, kann ich schon mitgeben. Das sind nämlich die Themen, die du dann abhandeln darfst. Ja, also ihr habt es gehört, wir haben eine Website, die haben wir schon ganz lange. Aber jetzt wir wollen einen Blog starten. Genau. Ziel ist, dass ich jetzt regelmäßig Beiträge schreibe, in denen ihr unser Wissen nochmal kompakt nachlesen könnt, so als Ergänzung zu unserem Kanal. Wenn es zu einer Sache noch kein Video gegeben hat oder zumindest nicht so wie jetzt, wo wir wirklich alle Infos reinpacken. Und ihr könnt uns glauben, also ich kann das jetzt zwar schreiben, aber wenn ich es euch erzähle im Laden oder hier, manchmal muss es ausführlicher sein. Und wenn ihr dieses Video jetzt gesehen habt, dann dürften sich keine Fragen mehr stellen. So gesehen ist das Thema jetzt eigentlich durch. Es ist ein mir wichtiges Thema gewesen und ich denke, alle Fragen wurden beantwortet. Falls doch noch die ein oder andere Sache unklar ist, es gibt ja auch noch eine Kommentarspalte da unter dem Video. Ihr dürft uns auch gerne was da reinschreiben und den Kanal dürft ihr natürlich ebenso gerne abonnieren. Und wenn ihr möchtet und euch hat das gefallen, lasst uns gerne den hier da. Wir sagen danke fürs Zuhören und sehen uns vielleicht im nächsten Video oder hier im Laden. Bis dahin. Ciao. Ciao. Oh Gott, er will nicht jetzt.